denke, wir haben sicherlich, soweit man das von außen beeinflussen kann, da ein super Ergebnis hingebracht. In dem Schlitten kniet man. Dadurch erreicht man einen relativ offenen Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel und hat dann eben mehr Bewegungsamplitude. Wir haben bei der Konstruktion des Schlittens insbesondere auf Schießen Augenmerk gelegt. Und eine Schwierigkeit des Schlittens davor war, dass die Bodenfläche nicht vage war. Und jetzt haben wir es zum einen, das nach innen und liegt halt viel mehr hier oben auf. Und dann ist noch dieses extra Teil konstruiert worden, was halt eine vollkommen vage Auflage ermöglicht. Und dadurch kann man sehen, wenn der Schlitten umfällt, dass er einfach total stabil liegt. Und man braucht ja stabile Punkte, um auch sicher zielen zu können. Wenn der Schlitten halt kein sicherer Punkt ist, ist das ein großer Nachteil. Jetzt kommt der zweite Teil, der wird von einem Orthopädiemeister erledigt. Und da wird in den Schlitten nochmal Schäume eingepasst, die genau meiner Körperform entsprechen. Und die dann im Grunde die Verbindung zwischen mir und dem Schlitten optimieren. Am Design ändert es nichts mehr und das ist ja schon fertig. Und ich weiß halt jetzt schon, wie es aussieht. Und das ist natürlich der erhebendere Moment, als wenn man dann auch noch absolut perfekt drin sitzt.